Ja, wir nehmen jetzt auf. Guten Tag, hallo, herzlich willkommen. Zu Oh, einem mein Virenschutz ist Virenschutzscan schlecht. prüfen. Alles klar. Von Ghost Recon Wildlands. Oh, da kommt der nächste Mann. Ja! Was macht ihr? Mein schöner Heli. Der war mit Raketen. Ich hatte noch nie Raketen. Ja, wo seid ihr denn? Funktioniert doch noch wunderbar. Ich weiß nicht, was du hast. Alle Mann aussteigen. Drei, Ach du Gott, zwei, das ist doch schießt. eins. Oh, nachladen. Oh, immer nur Scheiße, Mann. Ja, komm, wir fliegen. Haben wir jetzt irgendein Gerät, wo wir da hinfliegen können? Das sind 8,7 Kilometer. Wir kommen, Magnus ist schuld, der ist in uns reingeflogen. Ich kann den nächsten bestellen. Nächster. Wir fliegen heute durch Helikopter durch. Sollen wir hier einen Helikopterfriedhof Ich eröffnen? mach das, erledige. Ich hab doch nur mal Hallo gesagt mit meinem Auto. Umsteigen hat halt nicht so gut geklappt. Nee, nein, 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 leider gar nicht. Aber da gibt's vielleicht noch einen besseren Helikopter. Ja. Der ist um einiges langsamer. Ich glaube tatsächlich, Ich ich bin nicht weiß gar nicht, ganz ob alle gleich schnell sind. unterwegs. Nee, nee, die großen, vor allem die Medizinhelikopter, die Ja, sind die abartig ganz großen langsam. sind auf jeden Fall um einiges langsamer. Ja, Tramp, erzähl mal über deinen neuen PC und wer jetzt aufnimmt. Ja, ich nehme auf, falls ihr das dann bald seht. Das war's auch schon, neuer PC. Was hast du denn jetzt genau für Komponenten für neue? Ja, ich habe jetzt den Ryzen 7 2700X, den habe ich, glaube ich, sogar spontan in unserer letzten Session geholt, glaube ich, ne? War das Sowas. der? Ich weiß nicht, was du gekauft hast. Du hast irgendwas gekauft. Eine Granate? What? Ja, ich schmeiß hier mit Zeug rum. Ach so. Weil mir wurde die halt auch als Bedrohung angezeigt. Strom ist aus. Deswegen habe ich mich Was gefragt. machen wir? Rakete im Anflug! Ja, da machst du halt nichts. Okay, die Warum sind wir da jetzt so langsam geflogen? Das war halt viel zu hoch, um den noch auszuweichen. Und warum sind wir jetzt da so langsam? Langsam? Was? Bei mir hat das Bild fast, also bei mir war es halt, keine Ahnung. Mit 5 km/h. Als wolltet ihr abgeschossen werden. So sah es für mich aus. Das war Eigentlich geplant, nicht. ja. Eigentlich nur. Wir putschen gerade. Aber wir sind echt ein bisschen langsam geflogen, da hat er schon recht. Wahrscheinlich, wenn wir schon angeschossen waren durch die Granate von Felix, beziehungsweise eher mehr anexplodiert. Also ich habe nicht auf unseren Heli geschossen, ich habe aus dem Heli geschossen. Können wir keine Schnellreise machen? Doch, eigentlich ja. Wir sind realistisch. Das vergesse ich immer, dass wir das eigentlich auch machen können. Wo wollen wir denn überhaupt hin, ist die Frage. 5, 8 Der Kilometer. Punkt. Lass mich fliegen, ich schaff das schon. Zu so Seppuku Silbermine. Oh. Wo ist denn der nächste Schnellreisepunkt? Barbechos Charlie. Mario, ja, bravo. Was? Miss mit Mario? Genau. Wir kämpfen gerade. Gegen wen? Gegen die links. Leonidas sind schon wieder Helikopter. Nie. Schnell, schnell. Ach so, jetzt können wir keine Schnellreise mehr machen. Ja. Oh Mann. Kommen Sie rein. Verfickte Scheiße. Warum geht die auf uns jetzt? Hallo? So, jetzt kämpfe ich doch nicht mehr, oder? So, Die schnell Frage reisen ist, muss beziehungsweise. nicht unser Ja, gut, Team. passt. Ah, Oh, okay. Aber jetzt bist du alleine gereist. Ach so, wir müssen alle reisen. Ja, klar. Überraschung. Ja, ich habe gedacht, Du musst das. reisen, um zu reisen. Glückwunsch, du hast gerade Kausalität entdeckt. Toll, ich bin noch im Kampf. Super. Wenn du reist, dann reist du. Ja, Reist. die Kausalität, wenn man Begründung mit der Tatsache Ja. erklärt.
Tatsache ist. Das ist Tatsache. Er ist explodiert, weil er explodiert ist. Genau. Wow. Aber in manchen Spielen ist das doch auch so, wenn da der Leader verreist, reißen alle anderen mit, oder? Ja, wir sind hier kein Leader-Spiel, wir spielen alle gegen alle. Ghost Recon ist kein Teamspiel. Hat man vorhin gesehen. Und seit wann haben wir einen Kompass? Wir haben einen Kompass da oben. Ja, okay. Das ist auch das neue Update. Kompass. What the... Oh! Das muss nochmal hier hochgefahren. Also, wo sind wir? Jetzt kann man endlich andere Leute auch mit Zahlenangaben verwirren. Yeah, ich möchte so eins. Hey, kam da neues, wann kam da ein neues Update? Ich habe da nichts runtergeladen. Das letzte ist schon 4 Wochen her oder so. Ach so, okay. Was für eine Mine ist das hier? Guck dir das an. Eine Silbermine. Das sieht ja auch mal aus. Eine Silbermine von Seppuku. Ach, ihr fliegt da, ihr seid wo. Ah, okay. Wo zum Bus bist du denn? Schnellreise. Ich bin schnell gereist. Ach, an einen Punkt, den wir gar nicht haben. Das finde ich gut. Also da könnt ihr gar nicht hinreisen, oder wie? Ich habe da unten keinen Punkt. Ich habe in dem Gebiet nichts aufgedeckt. Ich weiß nicht, weil ich noch nicht auf die Karte geschaut habe, weil ich fliegen muss. Ich schon, ich habe die ganze Karte aufgedeckt. Aber weil ich mich da mal privat hingesetzt habe. Um die Karte aufzudecken, da sitzt du 8 Stunden da, mindestens. Oder ist schon krass. Also Ghost Recon Wildlands wird ja auch immer als Beispielkarte rangenommen, wie die neuen Karten abschneiden. Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, doch. Also meistens ist da natürlich die GTA-Karte mit dabei, klar. Immer. Oder die von Witcher oder so. Just Cause ist auch immer mit dabei, weil Just Cause, die neue Just Cause ist auch gigantisch groß. Ja, wobei Just Cause 4 dieselben Probleme hat wie das 3, ja. Ja gut, ich spiele sehr wenig drin. Seit dem 2 auch nicht mehr, aber... Warum eigentlich nicht? Du warst ja immer Just Cause-Fan. Zu viele andere Spiele, das ist eigentlich der einzige Grund. Ah, okay. Ja, kennen wir. Alter, wer schreit denn da? Das musst du wissen. Das sind sogenannte Vögel, kennst du die? Das war doch kein Vogel, das war ein Vibesbild. Die haben vielleicht einen Vogel. Nee, das war doch ein Ding, oder? Hast du wieder deine Mutter gehört? Nein. What the fuck? Lande erstmal auf Tramp. Hilfe, Hilfe. Also ich freue mich auf jeden Fall hier wieder zu spielen. Lange her. Warum kann ich meine Drohne nicht rausholen? Drohne? Ach, Tramp, da oben war doch irgendein Orden, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ohne geht. Auf jeden Fall, was die Leute bei ab jetzt richtig abfacken wird, ist meine Tastatur. Da freuen sich die Leute jetzt schon drauf. Ich hab noch einen Tango. Es gibt Alarm. Ja, das muss man echt sagen. Das ist echt, wenn du da dann tippst und draufhämmerst, das ist furchtbar. Ja, ich hämmer ja nicht mal drauf. Ich versuche das ja noch so leicht wie möglich anzutippen. Also, ich bin mir sicher, uns andere hättest du schon lange in Grund und Boden gestampft, wenn wir so einen Krach machen würden mit unserer Tastatur. Nö, also wenn ich ja selber so eine habe, weiß ich ja, dass es... Oh! Das war knapp. Aber ich sag mal, zum taktischen Spiel... In Shootern und so ist es halt gut, aber es ist halt laut. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussehen. Aber die Sensibilität runterzustellen hat was gebracht, oder? Kommt jetzt nichts mehr von meinem Lüfter raus? Nö, jetzt ist top. Ja, nö, ist aber. Okay. Keiner halt, nichts rauscht. Super. Superbe. Hast du eins, Feli? Moment, ich suche gerade noch einen, der direkt in unsere Nase ist. Ich könnte eins. Ja, ich habe auf 2 angelegt. Dann los. 3, 2, 1, jetzt. Oh, fuck. Ist die Reichweite nicht groß genug? Ja, der Drop war ein bisschen krass. Oh ja, ich merke es. Der Job ist richtig krass.
Jetzt geht mal. Aber zum Glück war der so weit oben, dass es niemand gejuckt hat, ne? Gott sei Dank. Bestimmt war das ein Fail oder sowas. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. The fuck? Wie sieht's eigentlich mit der neuen 1 aus? Unser Mann flieht. Besorgt euch ein Auto. Müssen wir den verhören? Das heißt, oh. Hä, what the fuck? Ich krieg das Hilfgeräusch, hitte ihn aber nicht, oder was? Alter, ich hatte gerade richtig was im Trees, what the fuck? Umgelegt. Hör mal, eigentlich können wir den ja hier mit diesem Geschütz abhalten, wenn der da jetzt runterfährt. Man muss halt überleben. Das kriegen wir hin. Ich meine, selbst wenn man mit dem Raketenwerfer drauf feuert, hast du noch Zeit, den da wegzuschaffen und zu verhören. Und er ist weg. Du meinst? Ah, okay, er ist raus. Also kann man auch Leute rauslocken. Oh, ja. Das ist ein Heli. Such. Das hier geht's um Heli, ich mach den Typen hier. Ja, das ist ein bisschen doof mit dem Heli, der fliegt halt und so. Ach was. Kausalität. Oh, da ist ein Zug, what the fuck? Oh fuck! Wo? Wo da hat ihn jemand sauber erschossen. Ich hab gerade gesagt Zug und ich habe nicht gesehen, dass Schmidt auf dem Gleis steht. Ein Zug kam gerade an und hat Felix! Einen Pfeil mitgenommen. Da kam Zughilfe von links. Okay, mach genau das gleiche. Wir machen nämlich genau das gleiche ohne den Zug. Okay, hört sich gut an. Macht genau das, was ihr gerade schon gemacht habt. Und ich warte draußen. Aber das ist so typisch filmmäßig. Wird da einer verhört, auf den Gleisen kommt Zug, beide tot. Hätte auch einen Film passieren nur die können. Versuchspersonen sterben und nicht beide. Aber wo haben sind wir nicht denn jetzt? Um die Ecke. Okay. Ich hab schon gedacht. 1,5 Millimeter entfernt. Millimeter. 3 Sniper-Bereichweiten weg. Fuck! Aua. Ich bin ins Loch abgefallen. Noch voll. Ich seh's. Scheiße. Oh, okay. Ich wollte die gerade rausholen. Achso, danke. Ja, sollen wir die Gegner trotzdem leise ermorden oder pushen wir da rein, dass der dann da wieder runterfährt? Und wir halten ihn wieder ab. Wir können auch die Krawalltaktik mal versuchen. Okay, ich block mal die Schienen mit dem Bulldog. Ja, aber ich glaube, der Zug ist genauso wie ein GTA. Das werden wir noch sehen. Aber der unzerstörbare Zug. Aber halt mal, ich stell den weiter weg. Wenn's rumst, hört Felix den Zug, dann hat er noch Zeit, das Gleis zu verlassen. Kam der von links oder von rechts? Von... Also du fährst in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Okay, gut. Also Felix, wenn's rumst, weg von den Gleisen. Bewegt er sich? Ne, der bewegt sich nicht. Komm, beweg dich. Jungi. Hilfe. Bullet Drop auf die Distanz ist halt abartig. Alter. Der Typ bewegt sich nicht. Komm raus, du. Okay, wer hat den Heli abgeschossen? Jetzt bewegt er sich. Oh. Ich werde angegriffen, ich bin tot, ich bin nicht mehr am Geschütz. Kein Geschütz. Kann jemand den Typen holen, dann hole ich Marco wieder. Und die Drohne fliegt. Abi. Und der Kopf, der hat sich irgendwo festgebackt. Jetzt ist er weg. Ah, danke. Also. Alter, der Drop ist sehr heftig. 400 Meter, das schafft meine Waffe gar nicht. Ach, da ist einer. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussagen. Wie
meine Ex in Spee immer sagt, im Zweifel. Der hat sich wirklich verpackt, der konnte nicht ins Auto laufen. Ich glaube, du hast am Satzende das Wort Arschloch vergessen. Bei meiner Ex ist das Arschloch immer inbegriffen. Im Arschloch. Erstgeschichte. Ah, nein! Tot. Sag mir, wo sich Pulpausmann Wagner aufhält, sonst schieße ich dir die Zehen ab. Oh, da ist jetzt einer am Geschütz. Jetzt nicht mehr. Ja, ich war effektiv. Sekunde, ich hol mal kurz dich wieder. Jungs, wir müssen los. Packt euch die Sachen. Fährt er jetzt weg, oder wie? Wir haben ihn. Wir müssen jetzt weiter. Ah! Da kommt noch mal einer. Freien Sie Wagner, wer ist denn Wagner? Kann das sein? Pupus Bursche von Nidia ausgeschaltet. Das kaufe ich ihm nicht ab. Ich schätze, Nidia hat etwas zu verlieren und glaubt, Wagner kann ihr helfen, es zu bereiten. Auf ihn. Halt! Komm, wir nehmen den LKW. Ja, ich glaube, der ist zu langsam. Ich nehme hier oben. Das kann ich sind jetzt wieder. Wieder. Hier sind zwei Motorräder. Kannst du mir kommen? Ah, da oben. Ja. Fahr schon mal vor. Oh, das war nicht gut. Egal. Bisschen Offroad hier runter. Das dauert ewig, bis hier da unten ankommt. Du musst den geraden Weg nehmen, den geraden. Und dann ich geb dir gleich einen Grat. Stalingrad. 180 Sekunden Zeit. Boah, das ist nicht doch. Okay, ich gehe den. Bist du dir sicher, dass wir nicht lieber rechts rum direkt jetzt hier rechts den Feldweg nehmen? Oh, da ist die Mine zwischen uns. Oh ja, gut, das könnte ein Problem werden. Aber außenrum könnte die Zeit auch ein bisschen knapp werden. Ich bin auf dem Heiland, zack. Wo bin ich hier gelandet? Oh, fuck. Doch, das geht. Das geht. Sollen wir es machen? Ja, Gott, das ist hier, oh Gott, Offroad. Also, das sieht nicht so schlimm aus. Das geht. So? Ja, auch. Ah ja, easy. Lauf hier los. Ui. Ja, locker. Das hätten wir sogar noch geschafft. Ui, top. Es kann sein, dass er eben einfach das Gefecht gestorben ist. Hey, ich hab gedacht, wir hätten es bestanden. Na wieso? Wir müssen einen Typen rausholen, den ich aus Versehen getötet habe. Oh! Hab ich doch gerade gesagt? Felix! Du sollst nicht alles töten! Hört mir da keiner zu? Ich hab doch gerade gesagt, ich hab den getötet. Ja, und ich hab gedacht, das wär's ja nur Zweck der Sache gewesen und ein Verhören. Ja, abgeschlossen. Also, mir war's klar, dass da oben steht, verhören Sie oder befreien Sie Wagner. Muss er lesen, Marco, lesen. Ach, Wagner! Ich hab da gelesen, befreien Sie den Wagen! Den Wagen? Ja! Den Wagen! Man rette ihn! Den Wagen! Ah, Übersteuerung. Aua! Ja, weißt du, wenn man da nicht so genau hinkommt. Verfickte Scheiße! Oh. Exakt. Komm, ja, man rettet drehen. Den Wagen. Dankeschön. Genau das meinte ich. Oh, warte. Ich nehme mal das hier. Ja, ich auch. Wie hat das jetzt funktioniert? Hol mich mal wieder, danke. Ja, ich war ein bisschen rustikal, aber das ist auch nicht schön. Du warst rustikal? Hört ihr euch selber? Nein. Okay, gut. Ich habe jetzt mal meine Bose-Kopfhörer ganz nah ans Mikrofon gehalten. Ja. Dann passt's. Wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn bei den Quiet Comfort mit der Voice Cancelling, wenn ihr euch da selber hören würdet. Da musst du dir keine Sorgen machen. Eben, nee, weißt du, es stand ja auch mal ein paar Mal im Raum, ob meine Kopfhörer zu laut sind, aber ich habe ja die Noise Cancelling, also ist ja ausgeschlossen. Eigentlich kann das nicht sein. Also aus eigener Erfahrung kannst du die voll aufdrehen und die Leute im Bus hören dich trotzdem nicht. Eben, ja.
Ja, nur dann hat Marco ein anderes Problem. Ja, Hörsturz oder sowas in der Art. Ah ja. So, der Typ hat sich wahrscheinlich wieder festgebackt. Ha, hab ihn. Yes. Das ist wie Tom-Tom schießen. Bam, bis man trifft. Ha, hab ihn. Ha. Sag ich nur eins, Mr. Diaz. Kennst du noch? Goodbye, Mr. Diaz. Nee, good night heißt es. Good night, ja. Aber er hat ja auch Tontaubenschießen gemacht. Guten Appetit, wer ist Mr. Diaz? Oh, da kommt der Typ. Oh, da kam der Typ. Oh, ja, super. Da kam er gewesen. Richtig. Auf zum Bettmobil. Da kam er mit dem Besen. Was, er kann lesen? Könnte verlesen. Müssen wir den jetzt rammen und dann verhören, oder? Richtig. Wo ist er denn? Der Boy. Ach, da hinten ist der Boy. Alter, kann man ja. Nein, ich koche nicht. Falls die Frage in den nächsten 60 Sekunden aufkommen sollte. Bist du ja sicher? 100 Pro, ich hab Controller. Nach was schmeckt das heute? Es sei denn, ist sehr schwer zum Aufhalten. Und sein Auto geht wahrscheinlich gleich in die Luft. Warum ist er dann bei mir angehalten nach 5 Schuss? Er roch dein Essen. Komm über diese dämlichen Hügel hoch. Das sind diese 2 Meter Hügel. Komm schon. Sagt er den Panzerwagen, der denselben Weg gewählt hat hinter dir? Das sounds like a problem. Hallo Tram. Sagt mir, wo Pulpusmann Wagner ist, sonst schieße ich dir die Zehen ab. Warum denn so aggressiv? Okay, ihr geht mal die Richtung. Komm, Magnus, wir gehen schon mal da runter. Ihr könnt schon mal vorfahren. Ja, Vorfahrt. Und Schmidti, du weißt, was du zu tun hast. Oder nicht zu tun hast. Alle Leute wirklich sehen. Vor allem die mit dem goldenen Kopf. Ja. Warte, ich zeig dir wohin. Ich hab eine gute. War das hier? Nee, oh mein Gott. Fuck. Genau, ich hab keinen Bock. Fucky Macchiato. Nein! Du gehst noch direkter. Oh Gott. So. Ja, okay, dann habt ihr das. Marco, du musst mir nicht alles nachmachen, aber ja. Wollte ich nur lieber Tramp, ich wollte handeln. Ich hab mein Bumsrohr rausgeholt mit dem Raketenwerfer und wollte abdrücken. Raketenwerfer oder halt Dings. Wie heißt die Apparatur? Raketenwerfer? Granatenwerfer. Ah. Er hat sein Bumsrohr rausgeholt. Nein, so dürft ihr das nicht verstehen, Jungs. Aha. Du hast es gesagt. Ja, aber anders gemeint. Also, ein Bumsrohr kann ja auch ein Rohr sein, was schießt. Ja, das macht Bums. Ja, ja. Wir also, ein Bumsrohr ist ein rohrformiges Gebilde, was bumst. Schießt, ja. Ja, nach einem Schuss mit ach, du Schande. Einem scharfen Bumsrohr macht es auch einen Bums. Ne? Egal, vergessen wir das. Ja, und Bumsrohre können sich auch entladen. Entladen? Es wird immer schlimmer. Du meinst wohl entleeren. Ihr könnt auch aufhören zu reden. Ich glaube, wir müssen das Video ab 18 stellen. Wobei so erst Marco rausgehen. Oh, jetzt geht das wieder los, ey. Also ich gehe von alleine, ciao. Ich hatte mal schau, Marco, ich schalte deine Spur jetzt stumm, ne? Okay, alles klar. Brauche ich denn eine Karriere? Wer ist eine Karriere? Hier drin gibt's einen angewinkelten kurzen Handgriff. Ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Du kannst dich da runterbacken, wie geil ist das denn? Oh, da ist wahrscheinlich eher nicht, aber. Runterbacken? Ja. Mit Kuchen oder mit Muffins? Muffins. Mit Cookies. Mit Keksen?
Genau, ich wusste gerade nicht mehr, was es auf Deutsch heißt. Wegsee. Hey Marco, wir sind am Arsch. Warte, ich back mich da runter. Backen. Warte. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Das geht! Ach dir, wo seid ihr? Was? Marco. Ja, ich sehe dich da unten. Hä? Und ich bin. Ich dachte, ich wäre Jesus. Hey, das geht. Das war wie mit so einem Jetpack. Das seid ihr. Ich glaube, der soll drin bleiben, ne? Ja, der soll bitte wieder reingehen. Danke. Danke. Ich dachte, ich könnte da einsteigen. Jetzt bin ich drin. Da will ich nicht einsteigen. Da will ich doch nicht einsteigen. Da muss man anderen gehen? Ja, da muss man anderen gehen einfach. Hä? Warte, John, bleib einfach unten. Bleib unten. Ja, gerade. Bam. Bam, Junge, so riesen Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Aua. So eine Übersteuerung, Junge. Bleib doch nicht. Ich glaube, wenn wir uns das nächste Mal sehen, beim Grillen oder so, dann muss sich jemand irgendwie aufs Tablet oder so ein paar Folgen New Kids runterladen, dann gucken wir uns das mal an, oder? Wie kommst du auf sowas? Oh. Wegen dem Feuerball, Junge. Ja, richtig. Getötet. Ich hab ein Auto angefahren. Oh. Ja, wir kommen gleich. Wann habt ihr das letzte Mal New Kids angeguckt? Das letzte Mal mit dir, glaube ich. Ja, weiß nicht, was das ist. Hey, wir beide haben mal New Kids angeguckt. Ja, auf jeden Fall. Du hast mir dieses Video gezeigt, wo dieser eine Chinese mit dem Moped da in den Zaun reingefahren ist. Hä, hey, aber wann war das sogar? Wie kam das zustande? Weiß ich doch nicht. Ja, ich weiß. Gesagt, hey, Jung, neues Video, Jung. Ich weiß nicht mal, dass wir das gemeinsam angeguckt haben, um ehrlich zu sein. Ja, dein Gehirn ist ja auch, das ist... Ja, sag's ruhig. Du darfst es jetzt. Das ist ja auch wie Schweizer Kars. Alter, wir haben das mal zusammen angeguckt. Du hast mir das damals gezeigt mit dem Chinese auf dem Roller, weißt du, oder? Ja, ja, das weiß ich. Der wurde auf dem Zaun aufgespießt. Genau. Da habe ich dir gesagt, dass mein erstes. Ah ja, da habe ich dir gesagt, dass das mein erstes Video war, wo ich von New Kids gesehen habe. Weißt du, um was es geht, Magnus? Ich kenne New Kids. Streiche Niveau und dann hast du New Kids. Okay. Hä, hey, das musst du da auch kennen, oder? Hast du nicht mal irgendwas von New Kids Turbo gelabert, Felix? Also, mir sagt jetzt der Name überhaupt gar nichts. Also, nee, ich glaube nicht. Ja, wir sind da. Schmiede Schmidtstone, du darfst dich gerne entledigen. Darf ich gerne hier hoch sitzen? Der Nein. Person entledigen. Entledigen? Okay, Moment. Und danach haben wir 30 Minuten und das war's. Das Video. New Kids ist eine niederländische Fernsehserie, bla bla bla. Comedy Central. Nein, ihr dürft nicht gucken, das ist nicht family friendly. Bitte? Hey, wir müssen den da doch reinbringen, oder? Ja. Nein, das war der Witz, dass ich ihn um die Ecke bringen muss. Ach so! Ja. Ja, genau, an der Marskante. Magnus, möchtest du hier noch rüber teleportieren, dann kannst du auch noch mithören. Ich dachte, das hätte ich eigentlich getan, aber irgendwie. Weil Cutscene. Weiß ich nicht, du bist da noch so 1,5 Kilometer. Ich muss wohl einen Moment hin. Warte, ich bestelle mir einen Helikopter. Nee, Schmidti, wir haben es 1 Minute noch bis 30 Minuten. Ich glaube, du musst es jetzt erreichen. Okay, dann. Aber im Normalfall. Ach. Ja, geht schon mal rein. Ich, ja. Okay, bin drin. Und wer hat sie angegriffen? Männer von Nidia Flores. Wegen Unsinn. Sie glauben, Bulbo arbeitet gegen Nidia. Entschuldigen Sie uns mal kurz. Pulpo und Nidia wollen sich killen, hä? Das können wir gut ausnutzen. Vielleicht stiehlt einer vom anderen. Ja, genau. Wir müssen das nur gut einfädeln. Wir hören uns um. Vielleicht finden wir was Nützliches gegen sie.
Hey, wie seid ihr Typen noch gleich? Pulpus Cousine, zweiten Grades. Ganz klar. Sieht auch aus wie so eine Pulpo-Cousine. Eher mehr wie eine Popel-Cousine. Also, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt, vielleicht kommt ja noch was. Nee, das war's doch, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Das wir glauben jetzt, dass es irgendwie toll war und jetzt müssen wir zum nächsten gehen. Sammeln Sie den Benutzungspunkt. Ja. Ich habe jetzt die ganze Mission gespoilert, tut mir leid. Oh, Herr Magnus. Hallo. Ich lasse die Aufnahme einfach laufen. Ich mache hier einen Cut rein. Oje, oje, ob das dann gut geht, weiß ich nicht. Schreibt ihr die Zeiten dann auf? Das ist immer am besten. Ne, ich gucke mir die Videos immer an und wenn zwischendrin was nicht funktioniert, dann schneide ich es einfach raus, weißt du. Alles klar. Okay. Ich gehe noch kurz Pipi machen. Pipi machen. Viel Erfolg. Danke, werde ich haben. Ah ja, wunderbar. Guck mal, das hat ja funktioniert. Dafür, dass sie für denselben Mann. Ui, so zupp geschlossen. Wo ist Magnus schon wieder hin? Wo bist du? Ich bin im Häuschen. Ah, so, deswegen sehe ich ihn nicht. Macht Sinn.